Schön, dass ihr wieder eingeschaltet habt zu Let's Play Zelda The Wind Waker. Und wie ihr seht, war ich ein bisschen fleißig mit den Rubinchen. 3000 habe ich bisher zusammengetragen. Mir fehlen aber allerdings noch um die 180 Rubine. Und die wollen wir versuchen jetzt zu kriegen. Ich habe nämlich einiges an diesen Dingen hier gesammelt. Ich denke mal, die können wir hier irgendwo verkaufen. Jedenfalls war mir so, dass ich die hier irgendwo verkaufen konnte. Ich weiß bloß nicht mehr wo. Deswegen muss ich mal schauen, wo das war. Ich glaube, hier war das. Hier geblieben. Ach so, nur ein Kind. Ich dachte, es wäre der Postbote. Wärst du der Postbote, hätte ich dich sofort rausgeschmissen. Aber sag mal, habe ich dich nicht schon mal irgendwo getroffen? Nee, das glaube ich nicht. Aber ich habe ja was Feines für dich. Nanu, aber das ist doch eine Totenkopfkette. So wie die, die meine Tochter Dolores aus der verwunschten Bastion mitgebracht hat. Die kann man für teures Geld einem Antiquitätenhändler verkaufen. Dank diesem bin ich überhaupt so steinreich geworden. Ich muss dir wirklich meine Hochachtung aussprechen, dass du in deinen jungen Jahren schon derart den Wert von Totenkopfketten zu schätzen weißt. Aber leider hast du zu wenige, da will ich einfach noch nicht mit so recht Freude. 20 Stück. Bring mir 20 Stück davon, Junge, und ich kann und ich will dich gebührend belohnen. 20 Stück, sagst du? Gut. Ich weiß auch schon genau, wo ich die herbekomme. Jedenfalls, die fehlen mir zwei. Weiß ganz genau, wo ich die herbekomme. Doch leider muss ich dazu wieder nach Präludien zurück. Das ist ja nicht weiter tragisch. Dann haben wir nämlich das gute Geld, um uns auch endlich die Karten entschlüsseln zu lassen. Und dann können wir uns eigentlich auch auf den Weg machen, endlich die Triforce-Splitter zu suchen. Und zwar muss ich genau nach da oben in dieses kleine Waldstückchen. Wäre schön, wenn ich einfach so mal hochkommen könnte, aber das ist wohl nicht möglich. Aber solange er uns fürstlich dafür belohnt. Moment. So schnell kann's gehen. Aber ich habe nicht gesehen, dass es hier auch noch weitergeht. Wir wollen jedenfalls hoch in das Waldstückchen. Zwei brauche ich. Zwei sind da oben. Eigentlich müssten sie mir auch genügen. Bisschen näher. Ja. Mal sehen. Nö. Na, immerhin ein, ne? Brauche ich bloß meine Blättchen? Und dann kann ich mich drauf und dran machen, rüber zu gehen.
Aber nach Möglichkeit wieder nicht runter fallen. So. Was soll ich eigentlich mit den ganzen Flaschen? Davon habe ich eigentlich genug. Statt rumzugehen. Was? Ich kann mich nicht mehr daran festhalten. Was ist denn das für ein Scheiß? Na? Ich werde dir helfen. Moment. Moment. Da ist noch ein 20er. Egal. Ich wollte bloß den Rubin haben, Jungs. Danach könnt ihr machen, was ihr wollt. So. Ja, dann kriegen wir in dieser Folge... So. 19 und nochmal 20. Gut, dann soll es das genügen. Und wir können uns endlich auf den Weg machen. Jetzt am besten so schnell wie möglich runter, ne? Naja. So. Da das Schiff aber auch immer an diesem Steg sein muss. Manchmal ist es schon nervig. Vor allem, wenn man es direkt gleich passend abgestellt hat. Und man trotzdem immer einen elendlangen Weg laufen muss, nur um zum Schiff zu kommen. Naja. Da können wir ihm ja jetzt endlich die 20 Totenkopfketten geben und er belohnt uns reichlich dafür. Genau, lass mich mal hier nach außen. So, wir holen uns schon mal die Totenkopfketten. Und dann geht's ab nach oben. Ich glaube, abends findet hier sogar eine Auktion statt. Nein, noch ein bisschen weiter. Da könnte man eigentlich auch mal dran teilnehmen. Gibt's noch ordentlich was abzustauben. Aber das eventuell irgendwann mal später. Du bringst mir also 20 Totenkopfketten und ich muss einmal das automatische Ausschalten ausstellen von meinem Fernseher. Das ist ja fantastisch, ganz fantastisch. Dann will ich sie dir gleich mal abnehmen. Dafür bekomme ich wieder ein hübsches Sümmchen Geld. Chefin ist eben mein liebstes Hobby. Hier, mein Junge. Du sollst natürlich deine Belohnung haben. Nein, du brauchst mir nicht extra zu danken. Ich bin nun mal ein Freigebiger. Ey, das glaube ich jetzt nicht, ne? Das ist doch so ein Hoshi. Oh.
Weißt du, früher, ja, das interessiert mich nicht. Ich will Geld dafür sehen, Mann. Ich habe dafür mein Leben riskiert. Habe ich diese Insel eigentlich schon? Ich glaube nicht. Mal sehen. Doch, die Karte habe ich auch gut. Weil ich habe hier nämlich eine kleine besondere Karte noch. Auf der die ganzen Dinge verzeichnet sind, wo die Triforce-Karten sind und. Und da kann ich dann auch sehen, da kann ich dann besser betrachten, wo sich das befindet. So, das müsste die Insel sein. Isla Stalagmitica. Arschloch. Und dafür opfere ich mich jetzt, ne? Wegen einer lumpigen Schatzkarte. Mann. Toll, wie komme ich jetzt am schnellsten an Geld? Ich brauche Geld. Komm mal weg. Irgendwie muss ich an Geld kommen. Vielleicht gibt es hier drinnen noch ein bisschen was abzustauben. Mann, mir fehlen noch etwas über 100 Rubine. Nee, dahin war ja eigentlich auch nichts Großartiges. Oh Gott. 100 Rubine fehlen mir noch. Wie komme ich jetzt am schnellsten an diese 100 Rubine, die mir fehlen? Muss ich ziemlich schnell hin. Das ist eine gute Frage. Wo kriege ich die denn jetzt her? Wollen wir schauen. Ich muss mal auf meine Karte gucken, wo ich da am besten hinkomme. Tingelsinsel. Da muss ich sowieso nachher hin. Allerdings gibt es da einen Oktopus. Gibt es noch irgendwo einen Oktopus? Na, auf der Rhombusinsel. Aber der wird vermutlich ein Herzteil haben. Schwimmende Festung. Mal überlegen. Ignisspitze. Ich habe noch eine Schatzkarte von Dragonia. Dort werden wir jetzt hin. Da werden wir definitiv hin jetzt. Ich muss bloß den Wind drehen. Und was glotzt der da so? Hat er noch nie jemanden spielen sehen mit dem Taktstock? So. In die Richtung muss ich.
In der Hoffnung, dass wir einen 200er Rubin finden. Die 3000 hatte ich eigentlich schnell zusammen. Dort, wo ich auch die Triforce-Karte gefunden habe, da bin ich nämlich nochmal rein. Ich habe zwar nicht bis ganz zum Ende geschafft, aber dafür hatte ich einiges an Rubinen gesammelt. Was ist denn da? Ach nee, du interessierst mich nicht. Da gibt es bestimmt auch nicht so einiges abzustauben. Aber hier kann ich mal ein bisschen was abstauben. Und habe ich... Ja. Ich nehm jetzt auch gerne ein paar Schatzkarten an, habe ich kein Problem mit. Hauptsache ich krieg die 200 Rubine, die 100 Rubine zusammen, die mir hier fehlen. Oh, nicht mehr ganz. 90 Rubine fehlen mir noch. Aber dann kriege ich das ja eventuell in diesem Part noch zusammen alles. So, wollen wir fix die Karte raussuchen? Nein. Die. Oh, bitte lass es ein 200 Rubin Stück sein. Das wäre so nice. Geht die Sonne ab, oder? Schauen. Das gute Stück muss sich hier befinden. Da. Schauen, das ist kurz hinter diesem Felsen hier. So, hier muss er sein. Na komm. Oh ja. Will ich gar nicht. So, da geht es auf Richtung Tingles Insel. So, dann müssen wir mehr so fahren. Schnaute. Oh, du dumme Terrier da. So, dann kann ich da erstmal weg. Und zwar muss ich hier hin. Wenn ich diese Richtung weiterfahre, ja. Na gut, dann fahren wir erstmal gesmooth weiter. Und auf Tingles Insel werden wir erstmal einen kurzen Cut machen. Das ist so schön, dass wir jetzt wirklich alles zusammen haben. Oh, dann geht es jetzt eigentlich bald los. Gegen Garne. Das wäre jetzt Folge Part 44, ne? Nächsten Part, also noch ein Part. Also 1. 2
vier oder fünf Parts auf jeden Fall. Je nachdem, wie gut wir vorankommen. Ne? Schauen, wie ich das mache mit den Einsammeln nachher. Ich will mal hoffen, dass ich alle Schweifersplitter in einem Pack zusammenkriege. Aber das werden wir ja dann spätestens sehen, ne? Moment. Deshalb ist es mir vorhin schon aufgefallen, diese Kreise. Das sind, glaube ich, die Schätze, die man da finden kann. Oder bestimmt die ich gefunden habe. Da hinten ist sie. Ganz, ganz hinten. Da hat ja die Seefahrt bald ein Ende. Obwohl ich mich ja nicht beklagen kann. Ich liebe ja diese Seefahrt. Ruhe, Oktopus, Ruhe. Nein, ihr seid jetzt mal ruhig. Oh! Natürlich, ich springe auf... Wow! Ich springe auch direkt ins Gesicht. Ah ne, den Schatz lasse ich erstmal Schatz sein. Und das Segel sollte ich nach Möglichkeiten nicht wegpacken. Aber ich schätze mal, dass gleich Haie kommen werden. Ah, gut zu sehen, die Wirbelstürme. Da wusste ich es doch. Der Schwindehai. So. Willkommen auf Tingles Insel. Ach komm, die Karten entschlüsseln wir noch hier. Die packen wir noch in diesen Part. Im nächsten Part werden wir dann alle Triforce-Splitter sammeln. Tingle! Hey, der Tingle Receiver ist zwar auch toll, aber von Angesicht zu plaudern ist immer noch das Beste. Was wollen wir spielen? Diese alte nostalgische Duft. Sag bloß, du hast eine Karte gefunden. Famos, famos, zack her. So kann die Karte nicht lesen. 398 bin ja, aber naja. Tingle, Meer und Sand. Lies die Karte in meiner Hand. Du hast die Karte entschlüsseln lassen. Du weißt jetzt, wo du den Triforce-Splitter finden kannst. Öffne blablabla. Soll ich dir noch eine Karte entschlüsseln? Ja, mach weiter. Mach immer weiter. Oh, da klingelt das Geld bei ihm. Dieser Abzocke. Aber was tut man nicht alles? Zwei Karten haben wir bisher entschlüsselt. Karte 3 soll er jetzt auch entschlüsseln. Das hat aber auch immer so lange gedauert. Naja, da wir ein bisschen mehr als 384 Rubine, 3184 Rubine haben, bleibt mir sogar noch ein bisschen was übrig.
was uns aber nicht viel bringen wird. Ja, das ist mir egal, ob du tanzen kannst oder nicht. Ich möchte einfach, dass du mir nur schnell die Karten entziffern lässt. Ja. Also das wäre dann Karte Nummer 6, ne? Glaube ich zumindest. Okay. Ja, entschlüsseln wir bitte. So, eine müsste glaube ich noch sein, wenn ich mich nicht irre. Ich fände es aber auch einfacher, wenn man gleich alle entschlüsseln lässt. So hat man nicht ständig die Sucherei. Jedenfalls nicht die große Sucherei. So. Puh, heavy. Ja, das wissen wir schon. Na gut. Dann würde ich sagen, machen wir hier einen kurzen Cut. Guck her hier. Gut. Dann machen wir hier einen kurzen Cut und wir sehen uns dann morgen wieder. Bis dahin, macht's gut und haut rein. Ciao, Leute.